Am Freitagvormittag fand die Pressekonferenz zur diesjährigen Burgenfahrt statt. In ihrer 38. Auflage wollen die Veranstalter am 25. Juni unter anderem das mit den Fans des Radfahrens schaffen, was im letzten Jahr leider sprichwörtlich ins Wasser gefallen war. Die längste Fahrradparade der Welt oder die größte Fahrlinie von Radlern, das sind zwei Kategorien im Guinness-Buch der Rekorde. Und ich glaube schon, wir sind in der Lage, das zu schaffen. Wir müssten 3.515 Radler überbieten. Unter dem Vorjahresmotto des Landes, Fahr Rad am besten in Thüringen, strampeln von fast 20 Orten des Freistaats aus die Radler zum Sternfahrtziel Freudenthal am Fuße der mittelalterlichen Burg Gleichen. Dort vereinen sich die Pedalritter zu einem einzigartigen Fest, das für Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnig die Schirmherrschaft übernommen hat. So startet er mit den Bikefans aus der Landeshauptstadt in Richtung Burg Gleichen, wo nicht nur musikalische Darbietungen aufwarten werden. Natürlich gibt es ansonsten im Freudenthal, am Zielort, an den drei Gleichen, gibt es alles rund ums Rad zu erleben. Eine große E-Bike-Show, Wettbewerbe für jedermann. Und wir haben viele Gewinnspielmöglichkeiten beim ZGD-Gewinnspiel. Man kann hunderte von Preisen gewinnen, unter anderem 10 Fahrräder, 1.000 Euro Einkaufschecks und eine Reise zum Udo Lindenberg-Musical nach Berlin für 2 Personen. Besondere Freude herrscht über die finanzielle Unterstützung vom Land Thüringen, das dem Veranstalter einen Förderbescheid in Höhe von 7.500 Euro zugesagt hat. Neben den ambitionierten Radfahrern werden aber auch bekannte Sportstars wie zum Beispiel Olympiasieger und Weltmeister Daniel Becker und Olympiasieger Nils Schumann mit von der Partie sein. Sie müssen aber kein Radsportler sein, damit sie an diesem Event ihren Spaß finden werden. Aber jeder, der sich fit fühlt, kann da mitfahren, denn die Distanzen sind von den Hauptstartorten aus, von Erfurt, Arnstadt und Gotha, maximal 20 Kilometer. Und von Arnstadt aus sind es sogar noch wesentlich weniger. Besonders ist in diesem Jahr, dass die Elterninitiative Leukämie und tumorerkrankter Kinder Suhl Erfurt e.V. ebenfalls an diesem Tag ihren Rad-Event geplant hatte, den man jetzt kurzerhand mit dem vom Freizeitsportverein Thuringia e.V. durchgeführten 38. Burgenfahrt zusammenführte. Unsere Fahrt führt von Erfurt, Wandersleben, Gotha nach Waltershausen und wir werden einen Abstecher nach Freudenthal machen und somit auch beides logistisch nutzen, damit die Polizei es im Grunde auch mit einfacher hat und auch nochmal wir für unsere Veranstaltung auch nochmal Aufmerksamkeit durch die Burgenrundfahrt mitbekommen. Weniger der Radsport steht bei diesen Veranstaltungen im Mittelpunkt und so muss keiner Bestzeiten aufstellen oder als erstes im Ziel ankommen. Helmut Wengel fasst es deshalb zum Ende noch einmal zusammen. Bei uns werden keine Sieger gezählt, sondern Sieger ist jeder, der dort ankommt und Spaß am Radfahren hat.